Das war besser, als ich erwartet hatte. Das war super. Wir haben gewonnen. Ja. Yeah. Habe ich gedacht, dass das schon das Ende ist? So hätte ich die Folge von anders gespeichert. Aber gut, da machen wir es so. Weiß ich das. Bereit. Könntest du dich bereit drücken? Nee, weil sie schon bereit gedrückt hat als Host. Ach, der Horst drückt. Okay. Wenn der Horst drückt, dann ist praktisch alles andere Wurst. Da kannst du auf dem Klo sitzen und an die Wand gucken, dafür wird trotzdem gefahren. Ja. So. Windschattenturbo schreibt aber. Ach, das geht ja, wie ich das gerade gesagt habe, der Windschattenturbo. Wenn du eine gewisse Zeit fährst, dass du echt dann irgendwann Turbo aufladen kannst. Aber ich hab's aber gut auch ein paar Mal weggehauen. Und dann denk. Naja, mal schauen. Ich wollte nur mal ganz kurz sagen, wer auch immer da gerade in meinem Stream schreibt, im Chat, ich kann den gerade nicht lesen. Also, geh doch mit dem Handy auf deinen Stream und schau nach. Ja, geht ja jetzt gerade schlecht, wenn das Rennen anfängt. Ja gut, im Rennen ist es ein bisschen blöder, ja. Bei mir wird es natürlich wie immer als Let's Play kommen, klar, als nicht Stream. Schade, ich dachte, ich kriege heute vorne einen, warte. Hä, wo ist denn mein Raketenmann gewesen? Die war einfach weg! Ja, Baby hat mir auch schon gesagt, ich glaube, sie können anderen können stehlen. Ey! Mann, was war das denn? Oh, wenn er mich jemals auffällt. Jetzt hab ich dich. Mann! Oh. Was passiert? Ich hab's gleich wieder runtergeschoben, schade. Ah, du kannst mit dem Geist kannst du stehlen. Wenn einer einen Geist hat, kannst du ein Item vom Gegner stehlen. Baby, du hast auch so Turbo? Markus, deine Frage eben. Stick nach hinten, der linke, und dann kannst du mit X das Item abholen. Und dann kannst du die nach hinten hauen. Mann, ey! Oh! So, letzte Runde, erster. Einen hat es auf jeden Fall irgendwo erwischt. Ja, aber Steine. Oh, Alter, wer hat die ganze Steine geballert?
Da lag ja Unmengen Steine. Wow. Ja, das ist blöd. Ach Mann. Nein, Mann! Oh, diese Scheißfiguren immer. Die Roboter, die darüber schweben, ne? Nein! Yes. Mein erster Sieg. Ich muss mal kurz den Controller wechseln. Ich bin aber auch die Runde nur gebumst worden, Alter. Aber dafür warst du aber ganz oft, warst du ganz nah dran an mir. Das eine Mal kamen 5 Leute mit Super Turbo an mir vorbei, da wirst du ja weggeschleudert, weißt du? Ja, ja. Oh. Ich meine, natürlich! Ja, wie gesagt, die lädst du halt mit auf, mit dem du die. Ja, ich weiß, aber wie gesagt, du wirst ja, wenn jemand mit so einem Super Turbo an dir vorbeifährt, wirst du ja gedreht. Und vorhin sind, glaube ich, 4 oder 5 gleichzeitig an mir vorbeigefahren, Alter. Ja, ich habe es vernommen. Kannst du dir vorstellen? Ja, ja, ich habe das gerade ein bisschen vernommen. Punkte, ja, die sind ziemlich. Vielleicht sollten wir doch ein bisschen die Schwierigkeit hochziehen. Ihr wollt also eine Nummer schwieriger oder was? Könnte man ja mal ausprobieren. Ich meine, wir haben jetzt das Ding relativ gut gewonnen. War das jetzt? Gibt es das noch eine Strecke oder ist das jetzt schon? Ist das jetzt schon wieder das Ende? Kannst du die Teams umstellen, die Anzahl der Teams? Ja, ich kann höchstens 4 machen. Noch. Ja, dann machen wir 4. Umso mehr Leute, umso vielleicht ein bisschen lustiger. So, das habe ich mal Experte gemacht. Steht bei Auswahl. Ist Experte, ist das eine Nummer stärker nur? Warte, nee, schwierig ist, glaube ich, das nächste Gewehr. Schwierig, machen wir mal schwierig, bitte. Ja, schwierig stimmt. Experte ist das höchste. Ja, wir können es ja einfach mal ein bisschen ausprobieren, ne? Das ist ja jetzt nicht. Ja, und später können wir dann mal auch mal uns eine öffentliche Lobby mal suchen. Oh Gott. Ernsthaft? Wir können doch nur gegen NPCs. Das weißt du doch. Ja, können wir machen. Ausprobieren. Ne? Ob dich nun so ein Computergegner hier wegrempelt oder so ein richtiger Spieler, ist doch, glaube ich, am Ende auch. Ich glaube, dann ist mir lieber ein Computergegner halt. Beim ehrlichen, richtigen Gegner ist so ein bisschen. Ich glaube, da gehen auch Team. Da gehen auch Teamrennen bestimmt in der öffentlichen Lobby. Kann natürlich sein. Ja. Ich denke mal, dadurch, dass es jetzt umsonst ist, werden wahrscheinlich einige spielen. Bei wem wir noch ein Team drin haben, jetzt mal von einem NPC-Spielern. Nee, wir bleiben ja als Dreierteams. Es gab jetzt halt nur 3 Fahrer mehr auf dem Dings. Dass da nicht 9 sind, sondern 12. Ja. Na da, auch ein neues. Der eine Typ will mich direkt mit mir anlegen, ey. Ja, ja. Jawohl, hab ich einen erwischt. Das Team hat es wirklich in sich. Hey, das ist frisch lackiert.
Ja. Warum habe ich Wind? Hilfe! Ich sehe nichts mehr. Da. Oh, Alter! Das ist schon mal eine andere Nummer hier, ne? Eine Stufe stärker. Nee, ich sag dir, Alter, das Super Turbo und dann diese Höhenunterschiede, Alter, dann kriegst du ja voll eine Macke, Alter, bei dem Hatte ich eben gerade auch. Ich hatte, glaube ich, auch in der Höhe irgendwo ziemlich rausgehauen. Ich komme hier hinten momentan noch nicht wirklich weg. Ich bin jetzt 9. Ich bin am Arsch der Welt sozusagen. Hm. Ah, da vorne ist man ja jemand. Da. Ja, er muss natürlich genau in meine Richtung fahren, ist ja klar. Ah, immer diese Bremse vor einem. Geh weg! Kev, wir fahren in einem Team, ne? Das ist dir schon bewusst. Ey, ich dachte, ich kann dich gar nicht berühren. Also, beziehungsweise dich nicht. Du kannst ihn berühren, dann schiebst du ihn sozusagen wieder als richtige, in die richtige Richtung. So als Tannhilfe ist das. Ja. Naja, ich bin mit Super Turbo noch auf 9. Und ich auf 6 mit Super Turbo noch. Ich auf 10. dann hab ich dich noch überholt. Weil ich habe auf jeden Fall einen noch überholt, kurz vom Ziel. Überrannt worden, geförmlich. Ja, sag ja, es ist eine etwas andere Herausforderung, definitiv. Gab es da je Zweifel? Eieiei. 9 Sekunden hinter der Spitze, besser auf 6. Sind letzter momentan, was das für die Teamwertung betrifft. Nehmen. Den habe ich jetzt genommen. Silber. Okay. Ich wollte auch gerade noch wechseln oder Baby. Also, okay. Einfach mal nicht verschreien. Ich bin ja noch dabei, so ein bisschen zu üben, das mit dem Driften richtig hinzubekommen. Das ist nämlich auch so eine Frage, wann fängst du mit dem Drift an? Na dann. Dann gucken wir mal, ob wir den einer mal ein bisschen mehr zeigen können, als wir das im letzten Rennen gemacht haben. Okay, die grünen Flächen sind schon mal keine gute Idee.
Oh. Nicht immer. Nicht alles, was grün ist, ist gut. Und nein, das war keine Anspielung. Ah, Mann, das war meins. Ah, das ist aber mindestens ein ausgehebelt da vorne. Und was soll das mit dem werden? Rakete! Kurz, ich nutze deinen Fisch. Du, ja, bitte. So, ich mit dir. Ach, die grünen Flächen meinst du? Hau ab mit dem scheiß Strahl jetzt hinter mir! Mann! Was passiert? Alter, wie lange soll ich denn eigentlich noch in den Windschatten-Dings fahren, bis das aufgeladen ist? Das dauert. Jetzt. Dritter, naja. Wow, ich bin hier noch komplett außer Bahn. Aber ich glaube, ich habe im Turbo noch mindestens einen kassiert. Trotzdem 3, 5, 6, ja, ein paar Punkte, einige Punkte haben wir vergeholt schon mal. Das könnte knapp werden für uns, aber ich glaube 1 und 2 sind nicht das gleiche Team. Ja, das könnte von den Punkten her klar. Ja, aber guck mal, die sind auch auf 1, 4, 7, ne? Die Team Gelb. Gucken wir mal. Ja, Gelb hat. Zweite, aber sind Bauer. Hm? Aber knapp. Zweite. Ja. Gibt das da nur tatsächlich echt diese Einzelrennen und nicht keine Dings, keine Cups oder so, wo du vier Rennen hintereinander oder so hast? Ich kann mal gucken, ob wir so einen kleinen Fix machen können. Das wäre doch super. Besser als immer dieses Einzelding. Ja, hier geht nur Regeln, Donnerwetter, Kampf um die Führung, war. Papierrennen? Raketenrennen, Turborennen, Grand Prix. Grand Prix Team, da ist es doch.